Hallo, heute geht es um den Tannenbaum bzw. Weihnachtsbaum. Welcher ist der richtige für uns? Welche Arten gibt es alles? Worauf sollte man beim Kauf achten? Und wie hält man den Tannenbaum am längsten frisch? Zum Ersten solltet ihr schon mal wissen, dass nicht jeder Baum eine Tanne ist, auch wenn diese so genannt wird. Es gibt ja den alten Spruch, die Fichte sticht, die Tanne nicht. Darauf solltet ihr auf jeden Fall achten. Außerdem halten Fichten nicht so lange wie Tannen. Fichten haben härtere und auch spitzere Nadeln als Tannen. Die Tanne hat gegenüberliegende Nadeln, wobei bei der Fichte die Nadeln rund um die Äste herumgehen. Die Zapfen, die wir eigentlich Tannenzapfen nennen, kommen von der Fichte. Sie hängen an den Bäumen und fallen im komplett Ganzen von den Ästen herunter. Wobei hingegen die Tannenzapfen, die an den Tannen wachsen, aufrecht auf den Ästen sitzen und nur die Schuppen ihrer eigentlichen Frucht verlieren. Nun kommen wir mal zu den einzelnen Weihnachtsbäumen. Am teuersten, aber auch die Tannen, die am längsten halten, sind die Nordmann-Tanne sowie die Nobilis-Tanne oder Edeltanne. Die Nordmann-Tanne wächst sehr langsam und braucht ungefähr 10 bis 15 Jahre, bis sie eine normale Zimmerhöhe erreicht hat. Dafür hat sie aber meist auch einen gleichmäßigen Wuchs. Ihre Äste sind sehr stark und haben dunkelgrüne, weiche Nadeln. Durch die Kraft in den Ästen können sie auch schwerere Christbaumkugeln tragen. Die Nobilis-Tanne bzw. Edeltanne hat dagegen einen Wuchs, der meist unregelmäßiger ist. Die Nadeln sind blaugrün bis dunkelgrün. Die Nadeln sind aber auch weich. Das Schöne an diesen Tannen ist, dass sie einen sehr intensiven Duft haben. Preislich sind sie gleichzusetzen mit der Nordmann-Tanne, aber sie halten oft sogar noch länger. Die Kiefer, sie duftet gut und hat auch eine recht lange Haltbarkeit. Allerdings sind ihre Nadeln 10 bis 15 cm lang und sie stechen natürlich. Genauso ist es bei der Blaufichte. Diese Nadeln stechen auch. Die meisten von euch werden die Blaufichte wohl unter dem Namen Blautanne kennen. Aber sie ist nun mal eine Fichte. Ihre Haltbarkeit liegt im Mittelfeld, ist aber auch sehr geeignet für schweren Christbaumschmuck. Sie schimmert wunderschön blau, aber wie gesagt, ihre Nadeln können schmerzhaft sein. Daher solltet ihr zum Aufstellen unbedingt Handschuhe anziehen. Der Billigbaum unter den Weihnachtsbäumen ist die Rotfichte. Sie kostet meist am wenigsten, aber hält auch nicht besonders lange. Bei normaler Zimmertemperatur fallen die Nadeln schon nach kurzer Zeit ab. Ihre Äste sind recht dünn und die Nadeln stechen, wie auch der Blaufichte. Daher könnt ihr an diesem Baum nur leichte Kugeln dranhängen. Achtet beim Kauf unbedingt darauf, dass ihr einen Tannenbaum aus der Region kauft oder direkt aus einer Baumschule, wo ihr den Baum euch gleich aussuchen könnt und ihn selbst schlagt. Denn hier seid ihr dann auf der sicheren Seite, dass dieser nicht schon bereits vor Wochen geschlagen wurde.
und somit seine Nadeln noch schneller verliert. Ihr könnt auch darauf achten, dass wenn ein Baum die Nadeln an den jungen Zweigspitzen bereits verloren hat, solltet ihr die Finger von ihm lassen. Wenn ihr den Baum mit nach Hause gebracht habt, stellt diesen am besten gleich in einen Eimer mit Wasser. Achtet darauf, dass dieser an einem windgeschützten, aber auch kühlen Platz steht. Perfekt sind dafür Terrasse, Balkon oder auch der Keller. Macht unbedingt das Transportnetz sofort ab. Wenn ihr ihn dann in euren Christbaumständer stellt, achtet darauf, dass ihr den Baum nicht zu nahe an die Heizung platziert oder an einem Ofen. Denkt daran, dass ihr einen Christbaumständer verwendet, in den ihr Wasser eingießen könnt. Ein großer Baum braucht in 2 Tagen ungefähr 1 Liter Wasser. Denkt daher auch unbedingt daran, dass ihr ihn immer wieder nachgießt oder Wasser nachfüllt. Ihr solltet den Baum auch auf keinen Fall anspitzen, wenn dies nicht unbedingt nötig ist. Denn das erschwert dem Baum, das Wasser, was er benötigt, zu transportieren. Verwendet kein eiskaltes Wasser und auch kein heißes. Am besten, ihr kocht das Wasser vorher gut ab und lasst es dann 10 Minuten abkühlen. Legt noch eine 5-Cent-Münze mit in den Tannenbaumständer, damit der Baum noch ein paar Nährstoffe bekommt. So, und nun wünsche ich euch viel Erfolg beim Aussuchen eures Tannenbaums. Wenn ihr noch weitere Tipps habt, schreibt mir dies gerne unten in den Kommentaren. Lasst mir ein Like da, wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat und abonniert meinen kostenlosen Kanal, damit ihr immer die neuesten Videos sofort erhaltet. Aktiviert dazu auch die Glocke. Bis bald!